Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute zu einer Rezension und zwar zu dem Buch Herzensräuber von Beate Regiert. Dieses Buch ist aus dem Plenvalet Verlag, ist am 17. Juli 2017 erschienen, kostet 9,99 € im Taschenbuch, ist eine Art Romance-Geschichte, hat 384 Seiten und ist ein Buch, das ich wirklich nur zu gerne weiterempfehle. Erstmal zu dem Cover. Ich finde das Cover wahnsinnig schön, deshalb habe ich das Buch auch angefragt. Und zudem geht es um ein Antiquariat und ich arbeite ja jetzt selbst in der Buchhandlung. Ich liebe Antiquariate, ich liebe Buchhandlungen, Büchereien etc. und bin deswegen natürlich super gespannt auf das Buch gewesen. Und zudem, wie gesagt, fand ich das Cover einfach nur wunderschön. Ich finde die Farben toll, ich finde den Hund toll, den man darauf sehen kann. Und war sehr gespannt auf dieses Werk, vor allem, weil ich von der Autorin tatsächlich bisher noch nichts gelesen hatte. Beate Regiert war dementsprechend für mich erstmal so eine Autorin, mit der ich gar nichts anfangen konnte. Ich kannte ihren Namen nicht, habe dementsprechend mal ein bisschen gegoogelt und finde das eigentlich ganz toll, was sie bisher alles gemacht hat. Sie hat sehr viel studiert, ist nicht nur Schriftstellerin, sie ist tatsächlich auch Drehbuchautorin und das finde ich total cool. Und ja, deswegen, wie gesagt, fand ich das natürlich sehr spannend, zum ersten Mal ein Buch von ihr zu lesen. Und dann, ja, habe ich natürlich sofort ein total tolles Buch von ihr in der Hand gehabt, was mich wirklich nur bespaßt hat, was mich wirklich mit einem Lächeln hinterlassen hat, an jeder Stelle, von jeder Seite. Und ja, ich gehe natürlich jetzt noch näher darauf ein, warum mir das Buch so gut gefallen hat. Erstmal kurz zum Inhalt. Dieses Buch handelt von Tobias, der ein Antiquariat besitzt, das leider nicht ganz so gut läuft. Er hat kaum Einnahmen, er kann die Miete fast gar nicht bezahlen. Zudem hat seine Ex-Freundin auch noch Geld quasi aus seiner Kasse genommen und das noch nicht mal wirklich in der Buchhaltung aufgeführt, wieso, warum, was sie damit gemacht hat. Und dadurch kommt er natürlich in Schwierigkeiten. Er ist wahrscheinlich, um sich ein bisschen von dem Ganzen zu erholen, im Urlaub und entdeckt dort Zola. Zola ist ein männlicher Hund und das Buch ist komplett aus der Sicht von Zola geschrieben. Das heißt, wir bekommen hier mit, was Zola erlebt, wie Zola zu Tobias kommt, wie Zola die Welt sieht und wie er die Dinge sieht und wie er alles wahrnimmt. Wie gesagt, Tobias nimmt Zola mit aus dem Urlaub. Für ihn ist es natürlich jetzt eine ganz neue Welt. Und er muss natürlich auch erstmal lernen, bei Tobias zu Hause klarzukommen. Und er macht sich ganz schnell mit den, ja, Dingen bekannt, die Tobias am Herzen liegen. Und zwar nennt Zola diese Dinge Herzensräuber. Herzensräuber sind Bücher. Für Zola sind es eben Herzensräuber, weil ein Mensch, wenn er in sie vertieft ist, sein Herz und seine Seele wirklich in die Geschichte verliert und so mit der Geschichte geht, dass er alles um ihn herum vergisst. Das merkt er eben an Tobias. Und deswegen ist das für Zola erstmal etwas sehr Komisches. Vor allem, weil er wirklich herausschnüffeln kann, was wirklich die Bücher mit einem Menschen machen können, worum sie handeln. Und dementsprechend ist es für ihn natürlich etwas Tolles, wenn Kundschaft in den Laden kommt und er erschnüffeln kann, für wen ist denn welches Buch passend und der das dann versucht in irgendeiner Form mitzuteilen. So, natürlich ist das nicht der ganze Plot, denn es geht noch sehr, sehr viel weiter und es passiert noch sehr, sehr viel mehr, denn Tobias' Oma stirbt leider und er erbt von ihr ein riesiges Haus, eine Villa und ist dementsprechend danach nicht mehr arm. Aber das Witzige ist, dass in diesem Haus eine alte Dame und eine Mutter mit ihrem Kind wohnen, die sich auch nicht vertreiben lassen. Vor allem die alte Dame ist da sehr hartnäckig und die sind natürlich auch nicht sehr erfreut, dass Tobias jetzt Anspruch auf diese Villa erhebt. Und das kommt zu sehr witzigen Problemchen, die Tobias dann damit hat. Nichtsdestotrotz baut er sich ein neues Antiquariat in der Villa auf, natürlich mit sehr viel mehr Räumen und sehr viel mehr Publikum wird angezogen durch die Räumlichkeiten, durch Zola und es ist eine ganz wundervolle Geschichte. Natürlich kommen auch noch mehr Kleinigkeiten dazu, nämlich dass Vanessa, Tobias' Ex-Freundin, sich jetzt wieder blicken lässt, da sie erschnüffelt hat, dass er jetzt natürlich Geld hat. Und das möchte sie ausnutzen. Und Tobias ist ein sehr leichtgläubiger Mensch und nur durch Zola kommt es dazu, dass er eben nicht auf Vanessa reinfällt. Und ja, die ganze Handlung wird zum Schluss nochmal so, die Spannung wird einfach nochmal so dermaßen aufgebaut, weil diese Vanessa nochmal auftaucht und man ist wirklich, Alter, was will die denn? Man hat natürlich durch Zola auch wirklich den Eindruck, die ist total bescheuert und will nur Schlechtes und Tobias merkt das einfach nicht. Man bekommt das ja alles aus der Sicht des Hundes mit, das ist einfach der Wahnsinn. Ich fand das Buch super toll, mir hat der Schreibstil toll gefallen.
Ich war erstmal so, als das Buch hier angekommen ist, habe ich gedacht, okay, ich gebe dem eine Chance. Ich wollte das Buch ja gerne lesen. Ich fand das Cover so toll und ich habe noch nie ein Buch aus der Sicht eines Hundes gelesen, tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch niemals ein Buch aus der Sicht eines Tieres gelesen. Auf jeden Fall kein Nicht-Fantasy-Buch, sagen wir mal so. Denn das ist ja kein Fantasy-Buch. Ich habe bestimmt schon mal ein Fantasy-Buch gelesen, wo irgendwie Tiere sprechen können, aber das ist ja was ganz anderes. Hier ist wirklich ein Hund dargestellt, auch wie ein Hund reagiert, auch wie ein Hund reagiert. Und das ist einfach so witzig. An manchen Stellen ist es so witzig und man denkt sich einfach, wie schlau ist dieser Hund? Das ist einfach so toll. Und dementsprechend, ja, kommen wir erstmal auf meine Kritikpunkte zu sprechen, die alle von mir 5 Punkte bekommen haben. Also dieses Buch hat von mir 5 Sterne bekommen, weil ich es einfach so, so schön fand. Ja, die Plotentwicklung, ich habe es euch ja schon gesagt, hier, also man langweilt sich nie. Und das, obwohl es um ein Antiquariat geht, wo man ja wirklich sagen könnte, oh, alte Bücher, gebrauchte Bücher, das ist ja eher ein langweiliges Thema. Das ist gar nicht so. Es passiert hier auf jeder Seite etwas. Wir haben hier natürlich erstmal Tobias, der im Urlaub Zola kennenlernt. Dann haben wir das, dass er Geldprobleme hat. Dann haben wir seine Oma. Dann haben wir auf einmal die Villa mit 3 Personen, die da nicht raus möchten. Dann haben wir noch seine Ex-Freundin. Das alles ist in eine wunderschöne Handlung verstrickt, die ohne diese Elemente einfach nicht auskommen würde. Die braucht wirklich diese ganzen Elemente, die wir hier haben. Aber es wirkt auch nicht zu viel. Also man hat ja manchmal schnell das Gefühl, oh, das ist mir jetzt zu viel. Das war hier gar nicht so. Man braucht wirklich diese ganzen Elemente, die man hier gehabt hat. Und das ist alles so schön verstrickt gewesen, dass ich das für eine rundum gute Geschichte gehalten habe, die mir so, so gut gefallen hat. Kommen wir zu den Charakteren. Ja, wir haben hier den leichtgläubigen Tobias, der in irgendeiner Form schon wirklich ein bisschen naiv ist. Dann haben wir Zola, der quasi den kompletten Durchblick hat, der es aber nicht mitteilen kann. Das ist das Schlimme. Dann haben wir natürlich die Bewohner des Hauses, die einfach wahnsinnig schöne Charakterzüge haben und auch eine Entwicklung durchmachen, alle drei. Und dann haben wir natürlich die Antagonistin, nämlich Vanessa, die Ex-Freundin von Tobias, die auch eine sehr große Rolle spielt. Und ich fand die wirklich alle sehr gut ausgearbeitet. Sie hatten alle ihre Merkmale und ich fand den Hund einfach am tollsten. Also wie das hier wirklich dargestellt wurde, dass man wirklich gedacht hat, okay, so handelt ein Hund in diesem Moment. Das ist einfach der Hammer gewesen. Ich fand's toll. Ja, der Schreibstil, wie gesagt, ich bin super durch dieses Buch gekommen. Ich bin quasi schon fast durchgeflogen. Ich fand es toll und der Schreibstil hat mir da nur geholfen. Ich kann es nur empfehlen, sich mal Bücher von Beate Regiert anzugucken. Ich habe von ihr ja noch nichts gelesen, aber nach diesem Buch habe ich echt gedacht, ich müsste noch mehr von ihr mal in die Hand nehmen. Und da gucke ich auch generell mal. Ich glaube, sie hat ein paar mehr Romane geschrieben und da gucke ich nochmal, was sie nochmal so geschrieben hat. Vielleicht liste ich hier euch mal ein bisschen was auf. Sowieso für die, die sich für das Buch interessieren, ich werde in der Infobox einen Link reinstellen, wo ihr eine Leseprobe finden könnt. Dann könnt ihr vielleicht einfach mal reinlesen und gucken, ob das was für euch ist oder nicht. Und ja, Atmosphäre und Unterhaltung. Meine letzten beiden Kritikpunkte, die Unterhaltung. Also ich habe mich durchgehend unterhalten gefühlt. Es gab keinen Teil, wo ich gesagt habe, da war es irgendwie zu lang, da hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Das war hier nie der Fall. Ich wollte durchweg weiterlesen die ganze Zeit. Und ja. Ich fand es einfach toll. Vor allem, als Tobias mal ein paar Tage weg ist und alles drunter und drüber läuft. Oh, ich war so gespannt, was passiert. Die Spannung hat sich so dermaßen aufgebaut. Man hat irgendwann so gedacht, ah, wenn jetzt das und das nicht passiert, dann platzt man. Das hat man wirklich so gedacht. Man hat gedacht, man platzt vor Wut wegen einer Sache, die passiert. Und oh, das war einfach so schön. Ja, und die Atmosphäre fand ich einfach der Wahnsinn. Weil wir haben ja natürlich wirklich erstmal diese triste Stimmung in Tobias alter Wohnung. Das kommt wirklich auch total trist rüber, wie Zola das erzählt. Dass dieser eine Raum voll mit Büchern, total dunkel, wo sein Körbchen dann einfach mal daneben steht, neben ein paar Stapel Bücher, dann eine super kleine Küche und daran ein angrenzendes Schlafzimmer. Das war so wirklich ein bisschen erdrückend und man hat sich so gedacht, okay, das ist ja nicht ganz so schön. Der arme Tobias, dann hat er natürlich die ganze Zeit Schwierigkeiten gehabt und das hat sich auch in der Atmosphäre dann wiedergegeben, wiedergeschlagen. Und dann, wie sich das auf einmal alles bessert, als Tobias in die Villa zieht. Natürlich hat man da immer noch diese Hintergründe mit dieser etwas älteren Dame, die sich da nicht irgendwie aus dem Haus raus bewegen möchte und die zu Tobias total abweisend ist und die kleine Familie, die noch im Gartenhäuschen wohnt. Und das ist einfach auf einmal total offen mit einer großen Wiese und einfach ein riesiges Haus mit 6 Räumen für das Antiquariat und eine große Küche mit einer Speisekammer. Und da wird das dann alles geöffnet. Also man bekommt wirklich in der Atmosphäre auch mit,
Wie geht es gerade dem Protagonisten? Wie geht es gerade Tobias? Wie geht es gerade den ganzen Menschen, die da sind? Und das fand ich so schön, dass man wirklich an den Räumlichkeiten auch gemerkt hat, wie die Stimmung gerade ist. Das hat mich so geflasht. Das hat die Atmosphäre natürlich ins Unermessliche gesteigert. Und natürlich, wie das Ganze durch Vanessa dann auch wieder eingeengt wird, die den Hund einsperren will, die möchte, dass die Personen ausziehen, die das Haus renovieren will. Da wurde alles irgendwie wieder ein bisschen enger, die so ein bisschen auch auf dem Geländer gestanden ist und über das Ganze regiert hat. Und man kann sich irgendwie da gerade so vor, okay, das Ganze wird gerade schon wieder so ein bisschen kleiner, als es mal war. Und das fand ich so schön, dass es wirklich an den Räumlichkeiten und an dem Verhalten der Charaktere klar wurde, okay, das ist jetzt gerade so und die Stimmung ist gerade so und das wurde einfach so verteufelt gut dargestellt, dass ich echt geflasht von diesem Buch war. Also das habe ich nicht oft, dass ich wirklich auch durch die topografischen Details, also die Räume und alles, was umherum beschrieben wird, dass man da so ein Gefühl dafür bekommt, was gerade passiert und wie die Stimmung gerade ist, das ist schon echt top. Also ich kann das Buch wirklich nur weiterempfehlen. Guckt euch das mal an. Wie gesagt, eine Leseprobe wird wahrscheinlich unten in der Infobox verlinkt sein. Da könnt ihr gerne mal reinlesen. Ich kann es nur weiterempfehlen. Und wünsche euch damit noch einen weiteren schönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht inspiriert, mal in das Buch reinzugucken. Und ihr könnt mir dann gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das Buch vielleicht sogar schon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Oder ja, wie ihr vielleicht neugierig geworden seid, falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.